an der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt an. Im Zuge der gemeinsamen Seekriegsführung der Dreierpaktmächte haben japanische Kriegsschiffe mit den im Atlantik operierenden Verbänden der Achsenstreitkräfte Kühlung aufgenommen. Empfang der tapferen japanischen Verbündeten. Der kommandierende Admiral Frankreich, Admiral Schulze und der Befehlshaber der Unterseeboote, Admiral Dönitz, begeben sich mit dem japanischen Marineattaché zur Begrüßung an Bord. Des japanischen Kommandanten beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Reda. Der japanische Unterseekreuzer wird zur Fortsetzung seiner Operationen in einem deutschen U-Boot-Bunker wieder klargemacht. Inzwischen erholen sich die japanischen U-Boot-Männer als Gäste ihrer deutschen Kameraden. Geschenke der japanischen U-Boot-Besatzung. Lustige Sportvorführungen. Japanische Kampfspiele. Der japanische Unterseekreuzer läuft wieder aus.